hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Herzlich willkommen zur inzwischen 6. Sendung, also 62. Sendung, Studie, Lesung, wie auch immer man es nennen will, eigentlich eine Studie, der modernen Kriege. Oder haben die Kreuzzüge wirklich aufgehört zu existieren? Also ich lese im Augenblick das kleine Büchlein, was mir Gerald vor einiger Zeit geschickt hat, Priestervergötzung und Volksgemeinschaft von 1937 von einem sicheren Andreas Thiel. Und ich kann euch sagen, was man da alles schon daraus erkennen kann, wie die Inquisition damals gewirkt hat und heute wirkt. Auch in dem Inquisitionsbuch, was ich inzwischen abgeschlossen habe, den Lesungen, wenn man ein klein wenig seine Augen öffnet in dieser Welt, dann sieht man, dass die Inquisition, anstatt abgenommen zu haben, eher zugenommen hat. Und das nicht unbedingt an Gewicht, aber an Wichtigkeit und an Effektivität, Effizienz, wie sie in dieser Welt am Drehen ist. Nur sie verdrehen es in total andere Terme, wie wir eben auch letzte Sendung genannt hatten, alter Wein in neuen Schläuchen. Und das ist hier mit Rom ganz genauso. Ich wollte jetzt gerade eben mal kurz die Stelle aus dem Buch raussuchen, wo das hier steht. Aber das finde ich jetzt nicht direkt. Da müsst ihr halt mal meine Lesung Priestervergötzung und Volksgemeinschaft auf meinem rheindeutschen Kanal gucken. Um die 14 Tage erscheint da ein Video von, und in den Wochen, wo kein Video von mir erscheint, erscheint das Video von Marius, der sich da mit sehr viel Mühe und Hingabe dem Buch widmet von Avro Manhattan, der Vatikan und das 20. Jahrhundert. Und die Einladung, die ich nicht machen wollte, ist jetzt zu Ende, weil ich stelle jetzt meine beiden Brüder vor, die mit mir hier diese Sendung machen. Der Gerald, der aus dem Untersuchen und Skripts zu machen überhaupt nicht mehr rauskommt. Und der Marius, den ich übrigens nächste Woche in Deutschland besuchen werde. So, herzlich willkommen, ihr beiden, Marius und Gerald. Hallo, da freue ich mich schon drauf. Und zum anderen Thema der Inquisition. Ja, das Problem der heutigen Zeit ist, dass wir bei vielen Schikanen und anderen Angriffen gar nicht so richtig erkennen, oder viele erkennen es nicht, dass es eigentlich eine Inquisition ist. Da hat man das in der heutigen Zeit Problem, das zuzuordnen. Man ordnet das irgendwelchen anderen Kräften, aber wer wirklich dahinter steckt und da was damit bezweckt, da muss man schon tief graben. Ja, das von mir zum Willkommens und Gerald. Ja,
Ja, Marius, da hast du natürlich den berühmten Nagel auf den Kopf getroffen. Dass Inquisition viele Gesichter hat, das kann man, wenn man ein bisschen ja, mit offenen Augen durch die Welt geht, eigentlich mittlerweile wirklich an jeder Ecke erkennen. Und genau, das ist eben auch ein bisschen das Problem, dass man hier ja, so viele Dinge sieht, die gerade sich sozusagen dort gegen die, ich sage mal, Freiheit des einzelnen Bürgers richten. Und immer mehr diese Drangsalierung zunimmt und egal wohin man guckt, es wird immer schwieriger. Ich hatte letztens ein Erlebnis bei einem Einkaufen, da war auch eine ältere Frau, hochbetagt, die sagte, ach, das wird doch alles hier nicht mehr besser. Ich hatte für 14 Euro, habe ich jetzt mal Einkauf gemacht, das ist immer das, was ich immer so an Geld über habe in der Woche zum Einkaufen, ja, und da ist überhaupt nichts mehr im Korb drin. Wo soll das noch alles hinführen, ne? Ja, und so ein Erlebnis, das kann man an jeder Ecke sehen, hören und mitbekommen. Und man merkt, dass sich hier was verändert. Und dass diese Veränderung eben auch ja, nicht langsam passiert, wie es der Jörg jetzt richtig auch gesagt hat, sondern es gewinnt an Fahrt, es gewinnt an Dynamik. So, und was natürlich die Lesung angeht, ist es natürlich so, dass da ein Riesenspektrum uns auftut und wir... Ja, gerade jetzt mit diesem Bezug auf die Inquisition und natürlich auch auf den Krieg in der Ukraine und natürlich auch auf die ganzen ja, Zusammenhänge hinter dem Vorhang zur Sprache oder zum Sprechen gekommen sind. Und da gibt es mittlerweile ja neue Erkenntnisse meinerseits. Und zwar habe ich dort über ja, Zufall, ich sage jetzt mal Zufall, einen Begriff gefunden. Diesen Begriff, den kann ich euch verraten, der nennt sich ganz eigenartig Stundismus und der wurde in Bezug mit dem Gebiet der heutigen Ukraine gesetzt und war eine ja, mehr oder weniger ja, religiöse, man kann sagen protestantische Bewegung im 19. Jahrhundert. Und das fand ich natürlich interessant, weil wir ja mit unseren Lesungen ja auch ein bisschen diesen Aspekt beleuchten zwischen Religion, Krieg, Kreuzzüge, Fragezeichen, moderne Kriege, alles. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass das vielleicht heute mal quasi eine Sonderlesung, nennen wir es mal so, sein wird, um uns mal mit diesem Begriff mal auseinanderzusetzen, mit dem sogenannten Stundismus. Ja. Und deswegen, Jörg, würde ich dich mal bitten, mal das Skript Lesung 62b mal bitte zu öffnen. Ja, es ist die zweite Variante und ich bin ehrlich, ich war bis vor einer Stunde mir noch nicht sicher, ob ich jetzt im normalen Skript weitermache oder nicht. Aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, ach, wir probieren das mal aus. Und ja, jetzt erstmal ganz kurz die Frage in die Runde, weil interessiert mich mal, habt ihr diesen Begriff schon mal gehört? Also mir persönlich sagt der Begriff nichts. Nee. Ich denke, habe da erst dann gedacht, das hat irgendwas mit Stunden zu tun. Ne? Also wenn man seine Schulden stundet oder sowas. Ja, ja. Das wird da wohl nichts mit zu tun haben, wenn hier steht der Beginn des russischen Protestantismus. Ja, ja. Ja. Keine Gut. Ahnung. Ist mir okay. Wirklich mal neu, ja. Gut, das ist super. Also wenn das für dich neu ist, dann bin ich schon mal erleichtert, dann stehe ich nicht ganz so in Anführungszeichen dumm da, weil mir sagt der oder hat der Begriff überhaupt nichts gesagt. Ne? Genau. Und dann habe ich eben einfach mal erstmal Wikipedia bemüht, wie das eben so ist, wenn man so was Neues findet. Und da habe ich hier ein schönes Bild gefunden, und zwar von so einer Hausgemeinschaft. Und da ist schon mal die erste Erklärung über diesen sogenannten Stundismus, der aus dem russisch-ukrainischen bzw. südrussischen Raum eben dann herrührt und dieses Wort Stunde, wie es jetzt hier übersetzt ist, eben tatsächlich von dem Wort, also von dem deutschen Stunde herrührt und im Prinzip bedeutet die Zeit, also die Stunde am Tag, die eben für das Lesen und für die Interpretation, also für die Beschäftigung mit der Bibel einhergeht, ja. Und das ist natürlich, also als ich das gelesen habe, gesagt, Moment, das ist ja interessant, ja. Und ihr seht selber jetzt hier, dass diese Bewegung Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1860, begonnen hat. Das hängt damit auch zusammen, dass 1861, so wie ich das gelesen hatte, die Leibeigenschaft beendet wurde und erst ab diesem Zeitpunkt tatsächlich auch das Lesen der Bibel
straffrei möglich war in Russland. Das war mir auch neu, das wusste ich nicht. 1861, erst dann konnten die ja, meist Bauern ja, in dem ländlichen Raum dann überhaupt erstmal die Bibel lesen. Und dann natürlich klar ist die Frage, wo kamen die Bibeln her? Ja, wer hat die übersetzt? Das waren sicherlich dann keine vollen Übersetzungen. Ja, es hat sich so langsam entwickelt. Das ist auch ein anderes Thema für sich. Soweit habe ich das jetzt erstmal nicht recherchiert, aber ihr könnt mal ganz kurz, oder Jörg, du kannst mal ganz kurz, also ja, hier auf dieses Bild, ne, ihr seht also hier diese Hausgemeinschaft, ne, und das offene Buch, das ist dann eben dann die Bibel, aus der eben dann direkt gelesen wird, und die Hausgemeinschaft hat sich also dann tatsächlich dort wirklich mit dem Bibeltext auseinandergesetzt. Und das ist natürlich eigentlich genau das, was ja eigentlich auch diese Bibelstunde, ne, vom Jörg ja auch ist irgendwo. Ne? Also eine Zeit, die man sich nimmt, um eben mit dem Wort Gottes ein bisschen in Berührung zu kommen und eben so ein bisschen die Gedanken eben da auch fliegen zu lassen. So, und jetzt habe ich euch mal hier eine Karte mit eingeklebt. Das ist eine Übersichtskarte. Hier könnt ihr auch sehen, genau, das ist von dem ja, 19. Jahrhundert, wo ihr in diesem rot umrandeten oder innerhalb dieses roten Bereiches diese einzelnen Punkte seht, ja, diese einzelnen roten Punkte. Und die repräsentieren die ja, Gemeinden, Dörfer, Regionen, wo dieser Stundismus eben ja seine Ursprünge gefunden hat, beziehungsweise wo er sich erstmal entwickelt hat. Und das seht ihr hier schon mal so bei dieser Übersichtskarte. Ihr könnt ja das Schwarze Meer hier erkennen, die Krim könnt ihr ein bisschen erkennen. Dann seht ihr also, dass alles so ein bisschen südlich von Kiew hier in diesem Bereich markiert ist mit roten Punkten, und der Bereich dann Odessa, der Bereich Reif, Bereich Charkiw. Nee, die Charkiw, Cherson, und ja, in diesem südlichen Bereich halt. Ne? Und das habe ich euch noch mal ein bisschen vergrößert. Genau, Jörg, weil hier kannst du wirklich nichts erkennen. Und habe also, wie gesagt, diese alte Karte aus dem 19. Jahrhundert hier genommen. Der erste Pfeil oben in der Mitte, ne, der zeigt auf Kiew. Ja? Da habt ihr also ein bisschen diese Einordnung. Dann der zweite Pfeil unten auf der linken Seite, das ist Odessa. Das kann man auch ganz, ganz gut erkennen, denke ich. Dann unten rechts, das ist Cherson, das ist hier nicht mehr ganz drauf, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob das damals auch schon Cherson hieß. Zumindest diese ganze Oblast, diese Region ist als Cherson mit K gekennzeichnet. Und dann oben Poltawa. Ne? Also das ist im Prinzip so das, was Kernland des Stundismus war im, wie gesagt, 19. Jahrhundert. Nachdem, wie gesagt, die Leibeigenschaft beendet wurde. Und dann, Jörg, gehst du mal bitte ein Stück weiter. Habe ich euch nochmal eine bessere Übersichtskarte nochmal mit reingetan. Und hier seht ihr also nochmal diese Pfeile und könnt ihr also nochmal sehen, dass das hier also quasi Kernland in der heutigen Ukraine beziehungsweise in dem damals südrussischen Raum war. Ne? Warum das so wichtig ist, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, weil mir ist da nämlich ein bisschen was aufgefallen. Erstmal nur soweit, dieser Stundismus ist mehr oder weniger durch die Aussiedler, die vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum in diese Gebiete übergesiedelt sind, ja, eingebracht worden. Ja, das muss man wissen. Und damals waren ja diese Gebiete, oder beziehungsweise die Einwanderer, größtenteils protestantisch. Die haben also sozusagen den protestantischen Glauben eben mitgenommen. Ne? Und insofern hat sich das hier sozusagen mit diesem Stundismus, also quasi parallel zu der Ansiedlung, vor allem eben auch dieser deutschen Aussiedler oder Umsiedler eben dann entwickelt. Ja. Und warum das ein Thema für die Lesung ist, das gibt mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass mir aufgefallen ist, dass es im letzten Jahr, das war im November letzten Jahres, eine Situation gab, wo die damals von Russland ja, in Besitz genommenen Gebiete in Cherson, hier mit K, also Jörg, ne, auf der Karte kann man sie ja noch erkennen, die relativ spontan und relativ plötzlich ja, militärisch aufgegeben wurden. Und der damalige ja, Oberbefehlshaber, beziehungsweise derjenige, der diesen Befehl erteilt hat, das ist kein Unbekannter, das ist der Shoigu, ja,
hat, und das ist hier aus dem T-Online-Artikel unter dem Bild zu erkennen, relativ kurz und relativ auch überraschend gesagt, ja, aus irgendeinem Grund können wir jetzt hier diese Stadt nicht länger halten, und uns geht eben das Leben und die Gesundheit der Soldaten der Russischen Föderation vor. Also die haben jetzt Priorität, und wir ziehen uns jetzt wieder auf die linke Seite von dem Dnieper zurück. Ne? Und wenn ihr seht, Kherson ist also sozusagen geteilt, beziehungsweise ist der Dnieper fließt hier quasi an Kherson vorbei, und die rechte Seite von Kherson, das ist die sozusagen westliche Seite, wo jetzt also auch quasi die ukrainische Armee das Sagen hat, und auf der linken Seite, das ist sozusagen die Seite, wo dann die russische Armee dort das Sagen hat. Ne? Also das ist quasi auch jetzt hier genau diese aktuelle Konfliktlinie im Mai 2023. So, genau. So, und jetzt also, wie gesagt, ist der Punkt von dem Shoigu gewesen, das Leben und die Gesundheit der Soldaten der Russischen Föderation zu schonen. Das klingt erstmal gut, das klingt auch erstmal nachvollziehbar, aber was mir damals schon aufgefallen ist, was ich damals schon nicht verstanden habe, war der einfache Umstand, dass die vor allem größtenteils Russland zugewandte Bevölkerung mit dieser Entscheidung vollkommen ja, vor den Kopf gestoßen wurde. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, dass die russische Armee, das war im Februar letzten Jahres, relativ am Anfang, wirklich dort mit viel Tamtam da über den Dnieper drüber gefahren ist. Und ja, ich meine, die Russen dort oder die russisch freundlichen Leute, die haben gedacht, oh, was ist, jetzt kommen unsere Befreier oder wie auch immer, ja, und haben die entsprechend begrüßt. Ja. Die haben sich also geoutet. Ne. Die haben gesagt, ja, jetzt kommt her, und haben da gewunken und haben sich gefreut. So. Und auf einmal, ja, sagt der Shoigu, nee, wir müssen alles, was wir jetzt am Militär haben, wieder abziehen. So. Das Ergebnis ist, dass dann letztendlich die Leute, die dort sich sozusagen ja, zu erkennen gegeben haben, letztendlich dann ja, der Gewalt der ukrainischen Sicherheitskräfte ja, ausgeliefert waren. Und das hat dann dazu geführt, dass dort teilweise ja, Menschen ja, über Nacht ja, verschwunden wurden, ausgesondert wurden und weggekommen sind. Und das ist im Prinzip genau diese Region, wo sich dieser Stundismus ja, entwickelt hat. Denn gerade Kherson, diese Stadt hier, ne, ist sozusagen immer wieder benannt worden als einer der Städte, wo sich dieser Stundismus quasi ja, als erstes ja, entwickelt hat, ja, als quasi eine ja, eine neue Glaubensbewegung. Das habe ich übrigens auch geprüft, und ihr werdet auch sehen im Laufe der Lesung, es gibt da noch mehrere Querverweise, die das also auch tatsächlich belegen. Also, ich finde das insofern erstmal einen interessanten Aspekt, dass gerade dort, wo sich sozusagen jetzt dieser Protestantismus ja, entwickelt hat in Russland, was ja eigentlich ein Thema für sich ist, weil da werden wir sicherlich in der Lesung noch drauf eingehen, ja, die Orthodoxie ja quasi Staatsreligion war. Und es ist ein Unding war, dass sich dort überhaupt sowas mehr oder weniger auch im Untergrund entwickelt hat. Ja. Dass dort jetzt eben gerade dieser Konflikt direkt in die Zivilbevölkerung reingegangen ist und die oder ein Großteil der Zivilbevölkerung tatsächlich dann eben auch ja, verschwunden ist. Ja. Und da redet man nicht bloß von ein oder zwei Leuten, sondern da ist richtig viel passiert. Und auch das werden wir dann hier im Laufe der Lesung uns mal anschauen. Wenn der Jörg natürlich wieder so nett ist, das vorzulesen. Ja, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, das so zu übersetzen, dass es entsprechend auch lesbar ist. Ja. Insofern denke ich mal, Jörg, wenn du nichts dagegen hast, können wir eigentlich dann schon mit dem Lesen starten. Und du weißt ja immer dann, das, was blau anmarkiert ist, das ist dann immer dein Teil, ja, den du dann anlesen darfst oder kannst oder sollst oder möchtest. Ja, so. Gut, und da würde ich dir mich jetzt erstmal sagen, Jörg. Wo beginnt denn hier das Blaue? Ja, das Blaue beginnt jetzt bei mir in dem PDF auf der Seite 4. Da geht es schon los. Die Kämpfe. Ja, 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 ja. Und zwar ist das, kann ich vielleicht noch mal ganz kurz kommentieren, auf einer russischen Seite ein Wikipedia-Eintrag um diese ja, Schlacht um Kherson. Ja.
hier wie gesagt mit C geschrieben, aber das soll euch jetzt hier nicht irritieren. Und dann eben entsprechend mit dem Ergebnis dieser ja, kampflosen Übernahme. Jörg, ich würde sagen, leg einfach mal los. Naja gut, werde ich gleich machen. Ich wollte nur noch kurz einen Kommentar dazu lassen zu dem, was du gesagt hast. Das sind ja sehr neue, sehr interessante Erkenntnisse, den sogenannten, zwischen Anführungszeichen, Protestantismus hier in die Ukraine reinzuschieben. Ich bin überhaupt nicht irgendwie geschichtlich unterwandert mit Kenntnis über Deutsche, die hier also in den Osten gegangen sind, umgezogen sind. Ich meine, der Marius hatte das ja, glaube ich, in einer anderen Sendung bereits angesprochen. Das war, glaube ich, mit Oberschlesien und Unterschlesien oder sowas, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber das ist ja immer noch ein bisschen weit weg von dieser Gegend hier. Und vor allen Dingen, ich habe mich nie damit beschäftigt, wie der Protestantismus überhaupt in Russland eingedrungen ist, weil in Russland herrscht ja auch die römisch, die katholische Kirche. Halt nicht die römisch-katholische Kirche, sondern die griechisch-orthodoxe katholische Kirche. Aber katholisch sind sie ja beide. Und gegen den Protestantismus sind sie auch beide. Und gegen die Bibellesen sind sie auch beide. Na, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kamen ja einige Zeitungsberichte da hoch, dass in der Gegend, von der du jetzt gerade gesprochen hast, ja viele sogenannte Massengräber aufgetaucht waren. Das könnte ja durchaus sein, dass die von den Ukrainern selber veranstaltet wurden, als sie dann diese Stundisten da verfolgt haben oder Überbleibsel davon. Das ist jetzt mal so eben eine Mutmaßung von mir am Anfang dieser Sendung, wo ich keine Ahnung habe, ob das richtig ist oder nicht. Aber wenn man die Katholiken kennt, und dann ist die Annahme vielleicht nicht so verkehrt. Also Jörg, du liegst also mal wieder vollkommen richtig. Vor allem hier gerade wird, denke ich mal, auch jedem deutlich, dass diese Orthodoxie eigentlich nur ein Ableger des Katholizismus ist. Ne? Das ist nichts anderes. Das ist kein Ableger des Katholizismus. Die orthodoxe Kirche, die griechisch-orthodoxe oder auch die russisch-orthodoxe Kirche, ist Katholizismus. Ja, oder so. Die römisch-katholische Kirche hat eine Spaltung unterfunden im Jahre 1054, wo sich die Ostkirche von der Westkirche abgetrennt hat. Durch, jetzt mal eben kurz geschichtlich für den Hintergrund, das kennt ja nicht jeder. Jeder kennt die Zahl 538, wodurch das justinianische kanonische Recht, so gesagt, der Papst hier weltliche Macht vom Kaiser erhalten hat. Damaligen Kaiser. Und der saß ja bereits in Konstantinopel. Nicht? Also die Kaiser regierten ja damals aus dem Osten des Reiches, weil Konstantinopel ist ja errichtet gewesen, nachdem Konstantin aus Rom nach Byzantium ging und Byzantium Konstantinopel wurde und von daher das Römische Reich weiter aus dem Osten geleitet wurde. Und von diesem Kaiser soll damals der römische Bischof das justinianische Dekret bekommen haben, die weltliche Macht bekommen haben, oder zumindest teilweise. Und dann gibt es noch den Teil, den ich vorgelesen hatte in der Buchlesung von Martin Luther, wie das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wo auf einmal für mich auch neu damals zu der Zeit aufgedeckt wurde, dass Kaiser Phokas, der seinen Vorgänger Mauritius ermordet hat mit seiner ganzen Familie, dem römischen Bischof im Jahre 606 die geistliche Macht über die komplette Ostkirche gegeben hat. Ja? Also wir hatten immer bereits eine Teilung zwischen Ost- und Westkirche, weil wir hatten das westliche Römische Reich und wir hatten das östliche, zwischen Anführungszeichen, Römische Reich, das eben aus Konstantinopel geführt wurde. Aber es war alles die römisch-katholische Kirche im Westen und im Osten. Aber im Osten hatten sie noch ihre eigene Hierarchie und im Jahre 606 hat der Kaiser Phokas dem römischen Bischof halt die geistliche Führung über die westliche, die er bereits hatte, und die östliche Kirche gegeben. Und das habe ich ja damals fälschlicherweise auch gesagt, das war dann der Beginn der 1260 Jahre des Antichristen bis 1866, wo wir dann die beschützenden Truppen aus Frankreich, die den Vatikan beschützt hatten, weggezogen sind mit Garibaldi und der Richtung der Italienischen Republik und der Wegnahme der päpstlichen Staaten und so weiter und so weiter. Das alles falsch, das werden wir später dann nochmal sehen. Da bin ich auch auf ein falsches Bein gesetzt worden, so wie die meisten mit 538, ich mit 606. Die Wahrheit liegt ganz woanders, das ist ein anderes Thema, da kommen wir bei anderen Studien dazu. Aber der Punkt ist, dass die Kirche zwischen da dem 7. Jahrhundert und dem 11. Jahrhundert immer einen Streit hatte mit der Westkirche. Und dieser Streit ist ganz interessant, wenn man so Bücher liest, wie ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade ein Buch besorgt aus dem 11. Jahrhundert, das heißt das Buch von Gomorra, nicht in Deutsch, das gibt es in Englisch.
Das ist geschrieben von einem Doktor der römisch-katholischen Kirche, der heilige Peter Damian, der damals die Missstände in der römisch-katholischen Kirche aufgedeckt hat, die sich weit über Simonie herausgestreckt haben, sondern er hat vor allen Dingen, deswegen heißt das Buch von Gomorra, die Sodomie und die Päderastie in den Rängen der römisch-katholischen Kirche angeklagt. Ja, etwas, was wir heute oftmals erstaunt feststellen, von wie sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Das hat es im 11. Jahrhundert schon gegeben und das hat es schon davor gegeben und der klagt das an. Und der spricht über so viele Dinge und damals war eben auch der große Streit, also im 10. bis in das 11. Jahrhundert hinein, das ist ganz wichtige Geschichtskenntnis, um das zu wissen, war der große Investiturstreit, wo eben die weltliche Macht, wie zum Beispiel jetzt Kaiser oder auch Könige, deutsche Könige, sich das Recht genommen haben, Bischöfe zu ernennen. Und diese Bischöfe waren also vom Staat ernannt und dienen dann natürlich wem? Der Kirche oder dem Staat? Demjenigen, der das Brot bezahlt. Ne? Und dieser Investiturstreit hat sich ziemlich ausgeweitet und kam zu einem ziemlichen Eklat. Und der Punkt, der jetzt wichtig ist, ist, dass es vor allen Dingen auch damit zu tun hatte, dass auch das Zölibat in der Ostkirche von Anfang an nicht akzeptiert wurde. Also, dass die Priester nicht heiraten dürfen. In der Ostkirche waren die Priester immer noch verheiratet. In der Westkirche teilweise, das wurde dann verdammt, dann wurde es nicht mehr verdammt, dann wurde es nicht genehmigt, aber es wurde, wie sagt man so schön, man hat sie gelassen. Ja, geduldet, danke. Ja, ich hatte die ganze Zeit das flämische Wort im Kopf, ich kam nicht auf das deutsche Wort. Ja. Es wurde geduldet, bis man dann irgendwo mal mit dem Hammer draufgeschlagen hat und gesagt, jetzt machen wir da Schluss mit. Und das war genau zu der Zeit auch des Investiturstreits, das war zur Errichtung der absoluten Macht des Papsttums, so im 11. Jahrhundert ungefähr. Und dadurch kam es eben zum Schisma mit der Ostkirche, die gesagt hat, von diesen ultramontanen Führungsanspruch des Papstes, der uns das Zölibat aufdrängt und der sowieso mal an seine Macht gekommen ist wegen der Simonie, also dem Kaufen von kirchlichen Ämtern und sowas, dann akzeptieren wir nicht, wir teilen uns ab. Und das ist aber halt auch katholische Kirche. Die ist genauso katholisch, die befolgt genauso oder hat genauso, bis zu damals jedenfalls, die Beschließungen gefolgt des Konzils von Konstantinopel, des Konzils von Nicea, des Konzil von Konstantinopel, ganz wichtig, 381 mit der Festlegung der römisch-katholischen Dogmatik der Trinität. Ja, das befolgt die ganz genauso. Und die haben aber damals einen Schlussstrich gezogen, haben sich davon getrennt. Nur der Papst akzeptiert natürlich eine solche Trennung nicht, weil der Papst ist ja Herrscher von allem. Er ist Herr der Herren und König der Könige, selbst ernannt. Jetzt eben mal eben. Ne? Wir wissen ja, wer das aus der Bibel ist. Das ist, denke ich, immer klar. Ja, ich will mich jetzt auch nicht um Kopf und Kragen reden. Ich will nur ganz deutlich machen, die Ostkirche ist katholisch. Sie ist katholisch. Sie ist nur nicht römisch-katholisch, sie ist ostkatholisch. Aber katholisch ist immer noch universal, unchristlich, unbiblisch. Ja? Und hat wahrscheinlich genauso die Bibelgläubigen verfolgt, wie die Westkirche das gemacht hat. Ich bin mir nicht davon bewusst, dass die Ostkirche irgendwelche Inquisitionen errichtet hat und solche Sachen. Das habe ich viel zu wenig studiert. Aber die werden das genauso unterdrückt haben, weil die Wahrheit ist nun mal der Feind der katholischen Kirche. Egal, ob es die ostkatholische oder die römisch-westkatholische Kirche ist. Das nur mal eben zum allgemeinen Verständnis, weil diesen Geschichtshintergrund hat einfach nicht jeder. Und wenn man den nicht hat, dann versteht man manche Dinge nicht so leicht. Und dann sagt man vielleicht, aber das sind keine Katholiken da im Osten. Doch, es sind Katholiken. Nur sind sie halt vom Papst weg. So, jetzt kannst du dich auslachen, wenn ich den Mund halte, bitteschön. Jetzt mal. Macht das ein bisschen Sinn, ein paar Details nochmal zu dem Stundismus? Ich habe hier von der polnischen Wikipedia vielleicht mal kurz Ausschnitte oder ein paar Ausschnitte. Da steht der Stundismus, also jetzt von polnischen Wikipedia auf Deutsch übersetzt, der Stundismus wurde wahrscheinlich vom Pastor Karl Bonekämpfer und der deutschen Siedler und ihren ukrainischen Arbeiter und Nachbarn begründet. Die Bewegung, die ihren Ursprung in den schwäbischen Kolonien
Kolonie Robach in Südrussland hatte, wurde im zaristischen Russland zu einem bedeutenden und wahrnehmbaren Phänomen. Viele Russen und Ukrainer wurden wichtige Mitglieder dieser Bewegung. Der Name Stundisten kommt vom deutschen Wort, ja, haben wir schon erfahren, die Stunde. Diese Stunden wurden für Gebet und Bibellesen in den Häusern genutzt. In der Folge bekehrten sich viele Menschen und bekamen einen neuen Eifer und eine Erneuerung ihrer Leidenschaft. Diese Tradition ähnelte der kleinen Heiligungskreisen, die von den Pietisten in Deutschland betrieben wurden. Die Stundisten waren Millenaristen und glaubten an das tausendjährige Reich Christi auf Erden und seine baldige Wiederkunft. Sie versuchten, die biblischen Grundsätze auf das Leben anzuwenden. Sie erkannten die Lehren und die Autorität der russisch-orthodoxen Kirche nicht an, was manchmal zu Spannung und Verfolgung führte. Der Begriff Stundisten wurde später auf alle Gruppierungen der evangelischen Christen Russlands angewandt. Das mit dem tausendjährigen Reich, das habe ich so nicht gelesen. Das ist mir auch neu. Auf Erden. Aber, ja, wieso? Da geht es um das Millennium, das in der Bibel beschrieben ist. Wenn Jesus wiederkehrt, ist tausend Jahre, dass wir tausend Jahre mit unserem Herrn regieren werden. Das ist die Zeit nach Armageddon, vor dem Krieg mit Gog und Magog. Das ist aber die, ist das nicht im, ist das auf Erden oder ist es dann im? Das ist auf Erden, aber das ist in der Zukunft. Okay. Nur die Millenaristen sind Menschen, die also das natürlich alles nach vorne setzen, weil da gibt es ja diese zwei verschiedenen Lehren. Da gibt es den Präterismus auf der einen Seite und den Futurismus auf der anderen Seite. Ja, ja. Und die Leute lieben falsche Bibelauslegung. Und beides jesuitisch erfunden, ne? Diese Lehren, ne? Präterismus und Futurismus. Naja, die sind jesuitisch erfunden. Bei Jesuiten gewesen, jeweils, ne? Naja, gut, nein, das ist auch nicht ganz, kann ich auch nicht so stehen lassen. Es ist nicht jesuitisch erfunden, aber es ist, ja. Aber es ist so, was in meinem Kopf da so rumschwirrt. Ja, nee, du hast ja nicht Unrecht. Du hast ja nicht Unrecht. Ich will es mal eben recht setzen, dass wir dann bitte schon das richtige Verständnis haben. Die römisch-katholische Kirche wusste schon immer, dass wer auch immer die Bibel in der Hand hält und die Bibel liest, versteht, dass die römisch-katholische Kirche direkt als das moderne Babylon, als die Hure in Offenbarung 17 bezeichnet werden muss und das Papsttum oder der Vatikan, besser gesagt die Kirche, die römisch-katholische Kirche als die Frau, die auf dem Biest, also dem Staat, dem Vatikan, reitet. Ne? Das Tier ist ja immer in der Bibellehre ein Staat. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, ja, immer der Staat. Rom in diesem Fall Vatikan. Und das, dieser Staat wird besteuert von der Kirche. Die Kirche hat Macht über den Staat. Das ist ja im Grunde das, was immer in meinen Lesungen wiederkommt. Die geistliche Macht über der weltlichen Macht. Die zwei Schlüssel, Schwerter und so weiter und so weiter. Kennt ihr alles. Daher eben diese biblische Lehre von, dass die Hure, Frau, die symbolisch Kirche meint, in der Symbolsprache der Bibel, ist eine Frau, eine Kirche. Und eine abtrünnige Frau ist eine Hure. Und die römisch-katholische Kirche ist eine abtrünnige Frau, denn sie hat die Lehre der Bibel verlassen. Und die regiert das Tier, den Staat. Das ist der kleinste Staat auf dieser Welt, das kleinste Königreich, der Vatikan, der die ganze Welt regiert. Denn die ganze Welt wundert sich nach dem Tier, steht in Offenbarung 13 geschrieben. Ja? Alles faszinierende Lehre, wirklich faszinierende Lehre. Der Punkt ist, jeder, der die Bibel gelesen hatte, und das waren ja hauptsächlich dann Leute aus dem Klerus selber, weil der normale Mensch hatte ja keine Bibel, konnte nicht lesen, Lateinisch schon gar nicht, aber der Klerus, also die Priester und die Bischöfe und so weiter, der römisch-katholischen Kirche, die hatten ja teilweise Zugang zur Bibel. Und wenn sie die gelesen hatten, ist mit denen genau das gleiche passiert wie mit Martin Luther. Die haben auf einmal erkannt, dass sie im Grunde für den Teufel arbeiten. Die waren ja auch nicht dumm. Die haben es begriffen. Das Problem war, dass dann die römisch-katholische Hierarchie natürlich bereits mit Lösungen kommen müsste, um zu sagen von, ja nein, ihr versteht das ja verkehrt. Ihr dürft das ja nicht so verstehen. Das ist alles bereits in der Vergangenheit gewesen. Das heißt, Präterismus, der Antichrist war Nero oder Caligula oder was weiß ich, das ist alles in der Vergangenheit erfüllt gewesen und nur noch ein klein wenig wird in der Zukunft erfüllt.
Oder es ist alles in die Zukunft entrückte Lehre. Der Antichrist ist eine ganz entfernte Person, weit, weit, weit in der Zukunft, wird erst kurz offenbart, bevor Jesus Christus zurückkommt. Und davor müsst ihr euch als Kirche keine Sorgen machen. Ihr werdet keine Trübsal erleiden, ihr werdet entrückt werden und so weiter und so weiter. Dieser ganze Scheiß, der wurde schon jahrhundertelang gelehrt. Nur die Jesuiten haben das mit einerseits dem Francisco Ribera, der das 1591 rausbrachte, und dem Alcazar, glaube ich, hieß der andere, 1614, der hat den Präterismus vertreten, der Rivera hat den Futurismus vertreten, haben sie das rausgebracht und haben es publik gemacht und haben das in die ganze Welt rausposaunt, weil sie das zu der Zeit brauchten, weil die Menschen auf einmal die Bibel in ihrer eigenen Sprache hatten und in ihrer eigenen Sprache lesen konnten, von die Hure von Babylon ist Rom. Und Rom damit einen ganz großen Machtverlust erlitten hat mit der Reformation, was eben da zugrunde lag. Also die Gegenreformation hat dafür gesorgt, dass diese innerbetriebliche Lehre, sage ich jetzt mal, aus der Kirche in die ganze Welt hinauskam. Und heutzutage kennen die Menschen fast nur noch Futurismus. Wikipedia bringt als Grafik so eine Übersicht über diesen Milleranismus. Schau mal in den Chat, dass die letzte Grafik ist auf Deutsch. Ist die vollständig? Ja, da habe ich jetzt keine Zeit mehr, das jetzt genau anzugucken, aber man sieht, dass dieses Millennium hier immer in verschiedenen Momenten gebraucht wird und immer hier mit der großen Trübsal, zweites Kommen, ne? Also das hier Prälemeniumismus, das, also auf jeden Fall ist das Zukunftslehre, ja? Futurismus, wie ich es immer nenne. Ja? Wir haben hier Jesus Christus gestorben, dann kommt hier die große Trübsal, dann kommt er zum zweiten Mal, dann kommt das Millennium und dann kommt das Endgericht. Das ist so ungefähr, glaube ich, biblische Lehre. Sage ich jetzt mal so ganz kurz, ich habe es jetzt nicht genau geschaut, aber es ist so, große Trübsal kannst du streichen. In der Bibel steht ganz klar, Trübsal werden wir immer haben, in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. 7 Jahre Trübsal gibt es nicht, Entrückung gibt es nicht, aber es gibt das zweite Kommen von Jesus Christus und wenn er kommt, das steht auch so geschrieben, dann werden wir mit ihm 1000 Jahre hier regieren, auf dieser Erde. Ja? Das ist das Millennium. Das ist im Grunde, ich meine, wir können jetzt was der Bibel schon darüber machen, aber der Punkt ist, wir rechnen im Allgemeinen damit, dass die Erde vor ungefähr 6000 Jahren gegründet wurde, kreiert wurde, geschaffen wurde von unserem Vater. Und wir wissen von den 6 Tagen der Schöpfung, dass er am 7. Tag geruht hat. Und nach 6000 Jahren wird auch die Erde zur Ruhe kommen, ein Sabbatjahr haben. Das Jahr ist dann halt 1000 Jahre, das ist das Millennium. Ja? Dann passiert ja nicht viel, dann ist Ruhe. Ja? Dann kann die Erde sich erholen, können die Menschen sich erholen, dann gibt es den Sabbat. So. Inwieweit das jetzt hier Prämillennialismus, dispensationalistischer Prämillennialismus ist und Post und so weiter, da will ich mich jetzt nicht drüber auslassen, dafür habe ich jetzt keine Zeit hier live, während wir das Video machen, diese Grafik zu studieren. Nur, das ist mit so vielen Dingen, da ist manchmal ein bisschen Wahrheit drin und immer noch viel Lüge. Und das, die große Lüge überall ist immer die große Trübsal, da stimmt überhaupt nichts von. Dass das Millennium kommt vor dem zweiten Kommen, kann nicht, weil die Bibel sagt ganz klar, dass wir mit Jesus zusammen regieren oder hier auf dieser Erde sein werden. Das heißt also, das zweite Kommen ist vor dem Millennium, das ist dahinter. Amillennialismus, hier ist das Millennium symbolisch, dann das zweite Kommen und Endgericht, na, das ist auch verkehrt. Dispensationalistischer, das ist sowieso verkehrt. Das erste, das könnte so ungefähr richtig sein, aber da will ich mich jetzt auch nicht festlegen. Das müsst ihr begreifen, in der Kürze der Zeit, ohne mich damit wirklich tiefgehend beschäftigt zu haben, möchte da keine bleibende Aussage zu treffen. Aber es ist schon mal sehr interessant, dass du dieses hier mit einbringst. Und viele Leute verstehen eben diese Bibelauslegung über das tausendjährige Reich von Jesu Christi hier auf Erden verkehrt und denken, das ist irgendwo im Himmel. Nein, das ist hier auf dieser Erde. Der Ablauf ist so, dass wenn Christus zurückkommt, dann gibt es hier die Schlacht von Armageddon und dann gibt es das tausendjährige Reich und dann danach. Und da kommen noch viele Details dazu mit Satan, der gebunden wird und wieder freigelassen wird für eine kurze Zeit und. Ah, dann kommt die Schlacht von Gog und Magog. Ja, Gog und Magog, Gog und Magog. Das ist dann im Grunde zum Schluss, bevor dann alles in den großen Feuersee geworfen wird und ganz zum Schluss die ganze Erde vergeht und wir eine neue Erde und einen neuen Himmel haben, die unser Vater für uns macht und alle Tränen weggewischt werden. Ist das Millennium,
Ist das Millennium, folgt das Millennium nach der Auferstehung der Gerechten? Ja, die Auferstehung der Gerechten ist die erste Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt. Das steht ja so geschrieben, wenn Jesus Christus zurückkommt, dann werden die Gräber geöffnet und die Gerechten in Christus werden als Erste aufwachen. Wir, die wir in dem Augenblick erleben sein, werden in einem Moment, in einem Augenzwinkern, in einem Daumen... Schnipser. Schnipser, genau, danke. Die Worte, die mir immer fehlen, werden in diesem einen Augenblick verändert, ja. Unsere Körper, wir werden verändert in eine neue Form, wie auch immer das ist, weil dann werden wir auch Jesus Christus sehen, wie er wirklich ist. Das steht alles so geschrieben. Nein, nein, also das hat aber halt nichts mit Entrückung zu tun. Die Toten in Christus sind die ersten, die auferstehen, und die Ungerechten, das ist die zweite Auferstehung zum Gericht. Ja, das ist so. Ja, Entschuldigung, jetzt hast du mir ein kleines Stichwort gegeben und ich schweife da fast eine Stunde drüber ab. Aber manchmal ist einfach dieses Geschichtswissen wichtig, um den Gang der Dinge zu verstehen. Weil wenn wir jetzt hier von der orthodoxen Kirche sprechen und die Leute denken, die sind gegenüber der römisch-katholischen Kirche, ist ein Feind davon. Ja, aber sie ist auch katholisch. Diese orthodoxe Kirche ist auch ein Feind der wahren Bibellehre. Ein Feind der Protestanten. Ich habe nur, wie gesagt, ich habe mich nie damit beschäftigt, ob die auch im Osten da große Verfolgung oder sowas hatten, weil wir beschäftigen uns ja immer, und ich beschäftige mich auch traditionell mehr mit der Westkirche als mit der Ostkirche. Die Ostkirche hatte natürlich noch den Vorteil, dass sie eben vom Zar beschützt wurde und dass der Zar mehr oder weniger das Oberhaupt der Kirche war. Ne? Deswegen wurde er ja auch abgesetzt. Naja, wenn man das absetzen ja, nennen kann, was sie da gemacht haben. Ich denke, da werden diese Informationen jetzt hier im Skript beziehungsweise in diesem alten in dieser alten Flugschrift vom Evangelischen Bund sicherlich auch ein bisschen Klarheit bringen, ne? Das ist die Absicht, dass du da Klarheit reinbringst. Das ist auch schön. Wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen ausschweifender gewesen bin. Nö, aber alles gut. Immer sehr willkommen, immer wieder. Also das ist egal, wie lang das Skript dann ist oder was wir dann schaffen. Das ist immer wichtig, wenn solche Sachen angesprochen werden, dass die dann eben auch rauskommen, ne? Ganz klar. Also bin ich voll. Vor allen Dingen, weil eben viele Leute nicht dieses Hintergrundwissen haben und zum besseren Verständnis der Nachforschung, die du anstellst, dieses Hintergrundwissen aber wichtig ist. Und da das ja sowieso eine endlose Reihe wird, ist das ja vollkommen egal. Da können wir weiter so Begriffsbälle dir zuschmeißen und du kannst es dann ausführen. Ja, pass auf, ich weiß auch nicht alles. Ne? Ich meine, meinem Studium sind auch Grenzen gesetzt. Ne? Aber gut. Aber schon eine ganze Menge, ganz ehrlich. Ja, Sachen, die dann keine Antwort finden, dann die erfordern dann ein Studium. Ja, Selbststudium, wo wir ja immer zu auffordern in der Hinsicht, ne? Ganz richtig. So. Gut, also ich sollte hier irgendwas blau markiertes mal vorlesen. Also das, ne? Genau, also das wird zumindest jetzt mal pro forma hier mal ein bisschen im Skript weitergehen, genau. Also das, was ich wieder so markiert habe, ne, das ist jetzt das erste, ist ein Wikipedia-Eintrag, der ist jetzt auch ins Deutsche übertragen worden, aus dem Russischen. Da geht es halt um diese besagte Schlacht da um Kherson im letzten Jahr, ne? Genau. Ja, also die Kämpfe um Cherson oder Kherson. Im Jahre 2022 sind Feindseligkeiten zwischen den Streitkräften der Russischen Föderation und den Streitkräften der Ukraine auf dem Territorium der Stadt Kherson und der Region Kherson während der russischen Invasion in der Ukraine vom Jahr 2022. Wobei du gerade gesagt hattest, das war gar keine Invasion, das war eine Befreiung. Die erste Phase der Kämpfe begann am 24. Februar und endete am 3. März mit der Besatzung durch die Stadt mit der Besetzung der Stadt durch die russischen Streitkräfte, wodurch die Besetzung, Zitat, Militär-Zivilverwaltung der Region Kherson, Ende Zitat, gebildet wurde. Später, in der zweiten Phase der Kämpfe am 29. August 2022, begann die Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine in der Region Kherson. Also mit anderen Worten, mit deinen Worten jetzt gerade eben gesagt, im ersten Teil haben die Leute sich da unten alle als russisch freundlich zu erkennen gegeben, haben die sogenannten Befreier begrüßt, weil sie in diesem Nazi-Staat Ukraine unterdrückt wurden und dann hat die Ukraine zurückgeschlagen. Also im Grunde geht es hier um einen Bürgerkrieg. Ja? Ja.
Also die Höhepunktphase der Feindseligkeiten für die Stadt und die Umgebung ereignete sich im Oktober. Am 9. November, ja, immer 9-11, ne, immer ein ganz wichtiges Datum, 2022 kündigte das russische Kommando den Rückzug der russischen Streitkräfte und die Kapitulation von Kherson und am 11. November den Abschluss des Rückzugs vom rechten Ufer des Dnieper an. Ukrainische Truppen drangen kampflos in die Stadt ein. Nun kann man ganz fies sein und kann man das wirklich analysieren, wie es eigentlich gemacht werden soll. Nämlich, da beide Seiten von ein und derselben Macht kontrolliert werden, nämlich dem Papst, war das nur ein Schachzug, dass die Leute sich da bekannt geben müssen und dann vernichtet werden können. Weil das sind die Feinde der römisch-katholischen Kirche. Das sind die Feinde des Papstes. Ja. Das war eine Falle. Ja, es war eine Falle und wer sich dort ein bisschen mit beschäftigt hat, ich habe das damals. Es war auch richtig gemein, ja. Und ich, es war auch, das haben viele nicht verstanden. Vor allem, wie gesagt, dieser Shoigu und der Shoigu ist ja im Prinzip dort, er hatte die Oberbefehlsgewalt und hat diese Entscheidung entsprechend dann an die Armee übertragen. Und wir wissen ja, und das muss ich auch immer wieder betonen, dass dieser Shoigu ein Malteser-Ritterordenträger und damit Malteser-Ritter ist. Ja. Ja. So, und das heißt also, damals haben sich dann schon in den Medien, also auch in den russisch-freundlichen Medien, dann viele gewundert und sich gefragt, wie kann denn das sein, dass die Ukraine ja nicht einen Schuss abgefeuert hat? Die hätten die gesamte Armee, die gesamte russische Armee, die dort quasi über den Dnieper übergesetzt hat, hätten die im Prinzip erledigen können. Und das wurde eben nicht gemacht. Ja? Das war kein Kriegsziel. Genau, ja, genau. Wir sehen hier einen Krieg, ein Land gegen anderes, aber die arbeiten ja eigentlich zusammen dann, wenn man das so betrachtet. Ja. Wie kann ich einen Bürgerkrieg am besten anzetteln, wenn ich einen Krieg gegen meine eigene Bevölkerung machen will? Dann nehme ich mir einen Angreifer von außen und ich habe das Ziel erreicht. Das ist genau dasselbe wie mit der Corona-Pandemie oder Plandemie. Ne? Ich nehme mir einen Feind von außen. Um meine Feinde von drinnen vernichten zu können. Das ist ganz genau dasselbe Prinzip. Semper Reade, meine Lieben. Rom verändert sich nicht. Ihre Taktiken sind immer dieselben. Die Maske bekommt ein anderes Aussehen, aber es bleibt immer eine Maske, ne? Und ich erinnere mich noch bei diesem Video, wo der Shoigu, was du ja mit rausgesucht hattest, was auch auf dem Kanal, beziehungsweise jetzt hier auf dieser Playlist, gerade am Anfang mit von dir hochgeladen wurde, dass dort der Shoigu irgendwie auch gesagt hat, dass er sich natürlich auch für die Interessen, ne, des Malteser-Ritterordens und damit des Vatikans, ne, das ist jetzt mein Kommentar, mit einsetzen will in Zukunft. So, man hat er den gekriegt, 2012 war es, glaube ich, ne? Ja. Oder 2011 irgendwo ist in der Drehung. Ne? So, naja. Also vor der Zeit des Maidan, vor der alles im Grunde die Vorbereitungen getroffen hat, ne? Wie gesagt, mit dem Shoigu beschäftigen wir uns sicherlich auch noch. Da habe ich schon eine Menge zusammengetragen. Also der wird auch nicht mehr so dastehen nach der Lesung, wie er jetzt dasteht. Das kann ich euch schon sagen. Aber es ist natürlich echt unglaublich schade und schlimm, weil natürlich die Leidtragenden wirklich die Bevölkerung ist. Ne? Das sind die, die immer dann für diese Machtspiele dann eben ja ihr letztes Hemd geben müssen und ihr Leben geben müssen. Ne? So. Ja, wenn wir uns mal eben diesen einen Satz angucken, hier, den letzten, ukrainische Truppen drangen kampflos in die Stadt ein, kampflos gegenüber den Russen und sie konnten die Bevölkerung, die ihnen im Weg stand für ihre Ziele, vernichten. Ja. Inquisition. Konnten sie, ja genau, ja. Ja. Gut Marius, Inquisition konnten sie in Massengräber schmeißen, die sie dann ein paar Monate später ausgegraben haben und gesagt haben, die bösen Russen, die haben die ganzen Leute umgebracht und hier in Massengräber geschmissen. Ja, ja. Utscha. So macht man das. Ja. Ja, ja. Was ja so einen schönen Namen hat, ne? Butcher, Butcher, ne? Wie auch immer, ne? Naja. So, Jörg, genau. Wenn du jetzt mal weitergehst, siehst du hier also nochmal diese Grafik, die jetzt hier mit auf dieser Seite war, von diesem Konflikt. Ja, also hier sieht man also die Kräfte, wie sie sozusagen hier gegeneinander standen. Und dann habe ich jetzt vor der Lesung
nochmal versucht herauszufinden, ob dort tatsächlich das mit dieser Zivilbevölkerung tatsächlich so also abgelaufen ist, wie wir das jetzt hier nämlich gerade feststellen. Weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, das war auch so eine Enttäuschung von mir. Ich habe erstmal natürlich mit Wikipedia, sicherlich, ich arbeite ja dann mit den entsprechenden russischen Wikipedia, erstmal nichts gefunden. Und das war schon wieder der nächste Punkt, wo ich sage, ja, Wikipedia ist weltweit gleich. Die verbreiten die gleichen Lügen bzw. Halbwahrheiten, wie sie hier auch kennen. Also das ist überall dasselbe, ob das jetzt im russischsprachigen Raum, im ukrainischen Raum oder sonst wo ist. Ja? Das heißt, auch dort muss man erstmal ein bisschen suchen. Und das ploppt einem nicht sofort auf, solche Informationen. Ja? Und ich habe schon ein bisschen Sucherfahrung. Normalerweise finde ich solche Sachen relativ schnell. Aber das hat eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, ehe ich dann an den ersten Artikel gekommen bin, wo dann diese Sachen tatsächlich auch thematisiert worden sind. Und ein Bericht, da gibt es also eine ganze Menge. Ich habe jetzt hier mal nur beispielsweise mal einen jetzt mal rausgenommen. Und soweit es geht, erstmal mit meinen Mitteln hier übersetzt, die ich hier habe. Und Jörg, genau, das ist dieser Bericht von diesem topwar.ru. Und hier ist die Überschrift. Über dem Bild, ukrainische Werbetafeln informieren darüber, dass die Einwohner von Kherson ihre Nachbarn als Russland-Unterstützer verraten sollen. Ja? Also an den Pranger liefern sollen. Ne? Der Pranger ist auch ein Mittel der Inquisition, ganz klar. So, ja, genau, hier sieht man quasi so einen Bildausschnitt, ob der jetzt von dort ist, sicherlich, weiß ich nicht, habe ich nicht überprüft. Der Punkt ist, dass mir aber viele von diesen Informationen vorliegen. Also ich kann insofern schon sagen, dass das dort so passiert ist. Und Jörg, ich würde dich bitten, wieder den Text mal anzulesen, dort zwischen den beiden Punkten. Nach der Evakuierung der Zivilbevölkerung und dem Rückzug der russischen Truppen vom rechten Dnepr-Ufer blieben nach einigen Schätzungen etwa 40.000 bis 50.000 Menschen in Kherson und anderen Siedlungen in der Region zurück. Einige dachten bis zuletzt, dass die Stadt nicht aufgegeben werden würde, während andere aus Angst um die Sicherheit ihrer Häuser und ihres Eigentums zurückblieben. Es gibt auch sogenannte Aufpasser. Ukrainer, die dem Kiewer Regiment gegenüber loyal sind. Das Kiewer Regime ist aber römisch-katholisch. Ja? Klitschko und andere Konsorten, nur mal eben dabei, oder Zelensky. Und Russland hassen. Sie waren die Aufklärer für die AfU, während die russische Garnison in der Stadt war. Und nachdem die russischen Streitkräfte abgezogen waren, empfingen sie die zwischen Anführungszeichen Befreier mit offenen Armen. Mhm. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Ja? Mhm. Ja. Unmittelbar vom rechten Ufer aus kamen die ukrainischen Streitkräfte und der SBU, das ist der ukrainische Geheimdienst. Jedes Mal, wenn sie eine Siedlung in Besitz nehmen, die von den russischen Truppen aufgegeben wurde, gab es Meldungen über Säuberungen und Selektionen. Die ukrainischen Sicherheitskräfte begannen eine Suche nach Verrätern und Kollaborateuren. Also es ist genau dasselbe wie vor 90 Jahren. Ne? Ja. Dieselben Aufpasser halfen aktiv bei der Identifizierung von Sympathisanten der Russischen Föderation, von Personen, die als Kollaborateure der russischen Behörden galten und, nicht zu vergessen, jener, die aus dem einen oder anderen Grund für ihre Nachbarn einfach unerwünscht waren. In öffentlichen ukrainischen Foren tauchten Posts und sogar Videoaufnahmen von pro-ukrainischen Bürgern auf, die, Zitat, Unterstützer der russischen Welt, Ende Zitat, herausfilterten. Eine dieser Meldungen wurde vom ukrainischen Telegrafenkanal Strana veröffentlicht. Dies geschah am häufigsten in den Dörfern und Vorstädten von Kherson. Aufmerksame Bürger, sogenannte Informanten, geben den ukrainischen Sicherheitskräften Hinweise auf die Häuser von Nachbarn, mit denen sie vielleicht schon seit Jahren friedlich zusammenleben. Die Menschen werden mit vorgehaltener Waffe herausgeholt, während sich eine Menge Schaulustiger um sie herum versammelt, von denen einige die Verhaftungen offenbar freudig und interessiert miterleben. Den Verhafteten, die verdächtigt wurden, mit den Russen zu sympathisieren, werden Handys abgenommen und sie wurden direkt auf der Straße verhört.
ukrainischen Geheimdienst-SBU-Beamten keinerlei Beweise. Genau wie in der Inquisition. Die Anklage, auch ist sie vollkommen ungegründet, von irgendjemandem einfach in die Luft geworfen, hier, in die Runde geworfen, braucht keine Beweise. Es ist genau wie in der Inquisition. Offensichtlich brauchten die Beamten des ukrainischen Geheimdienstes keinerlei Beweise. Es ist unwahrscheinlich, dass das Schicksal dieser Menschen gut endet. Einigen Berichten zufolge haben ukrainische Sicherheitskräfte unmittelbar nach ihrer Rückkehr in die Stadt 39 prorussische Aktivisten in Cherson erschossen. 74 weitere wurden an einen unbekannten Ort gebracht. Es wird gerade eine Datenbank von Verrätern eingerichtet und auch hier sind die Sicherheitskräfte auf die Hilfe der in der Stadt verbliebenen pro-ukrainischen Aktivisten angewiesen. Man kann in die SBU-Datenbank aufgenommen werden, wenn man einen russischen Nachnamen trägt, humanitäre Hilfe erhält oder einfach nur an seinem früheren Arbeitsplatz weiterarbeitet. In der Tat findet in der Stadt und in anderen Siedlungen des rechten Ufers eine ethnische Säuberung statt. Zuerst werden Russen verdächtigt und verhaftet, ohne Rücksicht auf Beweise, und erst dann wird damit begonnen, Bürger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit herauszufiltern. Das Eigentum der Verhafteten geht an die AfU und andere ukrainische Organisationen oder wird von den wachsamen Nachbarn ganz unverhohlen in Besitz genommen. Hier haben wir die Beschlagnahmung, ne? Wie wir aus der Inquisitionslesung ja kennen. In ähnlicher Weise gehen Lokalpatrioten, das ukrainische Militär und die Sicherheitskräfte mit den Wohnungen der evakuierten Menschen und vor allem mit dem, was sich darin befindet, dort um. Ein interessanter Punkt. Die Region Cherson ist Teil der Russischen Föderation und dementsprechend gilt das vom ukrainischen Militär okkupierte Gebiet der Region als besetzt. Anwohner, die mit den Besatzern kollaborieren, gelten nach russischem Recht als Verräter und werden strafrechtlich verfolgt. Dies gilt umso mehr, als russische Staatsbürger aufgrund ihrer Handlungen gefoltert und getötet werden. Und all das, was ich hier jetzt gerade gelesen habe, erinnert mich sehr an die Zeit zwischen 1941 und 1945, was sich damals in Serbien abgespielt hat, als der kroatische Satellitenstaat von Hitler unterstützt, vom Papst gefördert, 1 Million Serben, Protestanten und Juden umgebracht hat. Ja, also das ist nur mal ein kleiner Auszug. Ne? Und da gibt es sicherlich noch viel mehr darüber zu berichten. Aber ich denke mal, für diesen Zusammenhang, den wir jetzt hier ja schon, bevor wir das gelesen haben, schon gezogen haben, ne, ist das, denke ich mal, ein ganz, ganz, ganz deutlicher Beweis. Ne? Ja, Jörg, und jetzt, wie gesagt, noch ein kleiner Schritt wieder zurück. Es ging ja darum, dass wir jetzt hier mal diese steile These aufgestellt haben, dass wir sagen, okay, dieser Bereich, der jetzt hier gerade als aktuell, auch jetzt, wie gesagt, im Mai, wahrscheinlich auch potenzieller Konfliktherd Nummer 1 in der Ukraine angesehen werden kann. Also Stichwort ist ja dieser Zurückerlangungskampf, wie auch immer der dann bezeichnet wird, der Krim. Dass dort natürlich zentral eben ja dieser Lebensraum dieser sogenannten Stundisten gemeint ist und auch diesen eben auch betrifft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Protestant oder eben nicht echte orthodoxe Katholik dort eben immer noch lebt und über diese Wege eben oder beiseite geschafft wird. Ne? Und jetzt ging es, wie gesagt, um diese Stundisten und um diese Stundisten ein bisschen näher kennenzulernen. Jörg, würde ich dich mal bitten, die nächsten Dinge nochmal mit anzulesen. Ne? Ich habe hier einmal einen kleinen Beitrag, auch hier aus dem ukrainischen bzw. russischen, diese Gumer-Bibliothek. Und da kannst du im Prinzip schon mit einsetzen und dann weiter durchlesen, ne? Denke ich. Da werde ich sicher mit beginnen, weil die Erklärung, wer eigentlich die Stundisten sind oder waren, ist schon wichtig zum allgemeinen Verständnis hier. Ja. 1774 wurde mit der Türkei Frieden geschlossen und Russland erwarb die Nordküste des Schwarzen Meeres und die Krim. Die Regierung von der Kaiserin Katharina II. Beschloss, Deutsche, Mennoniten und Reformierte, die für ihre hohe landwirtschaftliche Kultur bekannt waren, zur Bewirtschaftung der neuen Ländereien einzuladen. Die Bewegung der Studisten nahm in Cherson ihren Anfang. Und Mennoniten sind eine evangelische Freikirche, die auf die Täuferbewegung und Wiedertäufer, also
Baptisten, ja, das, so nennt man die Täuferbewegung ja auch, oftmals ein anderer Name, weil von Baptize im Englischen, Baptistenbewegung. Und im Deutschen haben wir die Täufer und Wiedertäufer, die übrigens von Martin Luther schwer verdammt wurden, fälschlicherweise. Auf diese Reformationszeit geht das zurück. Der Name leitet sich ab von dem aus Friesland stammenden Theologen Menno Simons. Der lebte zwischen 1496 und 1561 und ich meine auch, dass der, soweit ich das mal gelesen hatte, in Niederlanden auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Der Gründer der Mennoniten. Verfolgung und rechtliche Beschränkungen in Europa führten vor allem zwischen etwa 1715 und 1815 zur Auswanderung von Mennoniten und anderen Täufern nach Osteuropa und Nordamerika. Und in Nordamerika haben sie halt die Baptistenbewegung gegründet, die da auch heute immer noch ist. Ne? Ja. Nun, ja, wolltest du was sagen? Nee, alles gut, alles gut. Okay, weil ich ein Geräusch hörte eben. Erinnert man sich an die Geschichte und den im Volk gepflegten Hass auf den Westen und seine heidnische, lateinische Religion, so kann man die Besiedlung Südrusslands durch Nachkommen der Reformation als reines Wunder und Vorsehung Gottes betrachten. Denn gerade dieses Gebiet sollte die Wiege einer breiten evangelischen, baptistischen Bewegung werden. Die deutschen Kolonisten erhielten mit dem Land auch viele Privilegien. Sie waren 10 Jahre lang von Steuern befreit, sie mussten nicht in Kriegen kämpfen, sie bekamen große Ländereien und das alles unter einer Bedingung. Sie durften die orthodoxen Russen und Ukrainer nicht zu ihrem Glauben bekehren. Also sie durften nicht das tun, was die Bibel von ihnen fordert. Gehe hinaus in die Welt und bringe die gute Nachricht einer jeden Person, einer jeden Kreatur. So lebten sie fast 100 Jahre lang Seite an Seite, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen, getrennt durch eine Mauer von Ritualen. Die russischen und ukrainischen Bauern interessierten sich nicht für die Religion der Kolonisten, sondern sogar für deren fortschrittliche landwirtschaftliche Methoden. Also, sie interessierten sich nicht nur, Entschuldigung, habe ich verkehrt gelesen. Die russischen und ukrainischen Bauern interessierten sich nicht nur für die Religion der Kolonisten, sondern sogar für deren fortschrittliche landwirtschaftliche Methoden. Wobei ich mal hier eben kommentieren muss, diese fortschrittlichen landwirtschaftlichen Methoden sind ein Resultat ihrer Bibeltreue. Mhm. Ja? Und das hätte noch lange so weitergehen können, wenn der Geist Gottes nicht die Herzen der deutschen Siedler berührt hätte. Sie waren offener für die evangelistische Erweckung, weil sie alle eine Bibel besaßen und die grundlegenden Lehren Christi kannten. Die Apostel der Erweckungsbewegung waren Vater und Sohn Bonnekemper und Eduard Wüst. Eine brennende Liebe zu Gott brachte die Herzen vieler Kolonisten zum Schmelzen und sie verloren ihre zurückhaltende Art. Sie öffneten sich den russischen und ukrainischen Bauern, die in ihrer Nähe und Umgebung lebten. Aber auch dort gab es eine große Veränderung. Der Führer der baptistischen Bewegung, Wassili Gurjewitsch Pawlow, schreibt in seinem historischen Essay, also Aufsatz, folgendes, Zitat: Erst mit der Emanzipation der Bauern von der Leibeigenschaft, erst mit der Befreiung von der Leibeigenschaft, beginnt das religiöse Bewusstsein des russischen Volkes zu erwachen, das sich in einer Bewegung namens Stundismus manifestiert. Der Name selbst stammt von dem deutschen Wort Stunde, eine Stunde des Gebets und des Studiums des Wortes Gottes, zu der herzliche deutsche Gastgeber ihre Knechte und Nachbarn einluden und mit ihnen die Freude des Heils zu teilen, das in ihnen selbst geweckt worden war. Das Wort Gottes veränderte das Leben der Bauern radikal. Der Priester Uschinski, der versuchte, die Gründe der Stunda zu verstehen, war erstaunt, indem er sagte, Zitat: Am rätselhaftesten erschien mir eine solche moralische Veränderung in den Vorstellungen und der Lebensweise der bekehrten Bauern, dass sie plötzlich eine so beliebte alltägliche Gewohnheit wie das Trinkgelage aufgaben, die allen unseren Landleuten auf meinem Fleisch und Blut übergegangen war und in kurzer Zeit zusammen mit dem geänderten Bekenntnis neue, ihnen früher völlig fremde Bräuche, Vorstellungen und Lebensregeln annahm. Und das ist noch nicht alles.
Als ich mir Ihre Argumente anhörte, war ich erstaunt, dass einige von Ihnen es in kurzer Zeit schafften, autodidaktisch, ohne die Hilfe von Schulen, das Lesen zu erlernen und fleißig die Bibel in einer russischen Übersetzung zu lesen. Ein anderer Priester war sogar davon überzeugt, dass die Alphabetisierung das Fundament und die Stärke der Stunde ist. Wenn man diesen Geständnissen zuhört, beginnt man sich zu fragen, ist es möglich, dass die Priester selbst nicht froh über die Enthaltsamkeit oder Alphabetisierung des Volkes sind? Glauben sie etwa nicht an den Heiligen Geist, dessen Wirken sie so eindeutig sehen? Die Stunde ist das Ergebnis der Beschäftigung der Bauern mit dem Wort Gottes. Die analphabetischen Bauern wurden in die Tiefe der Schrift und in die Stille des Gebets gezogen. Das Zentrum ihres christlichen Lebens wurde die Bibelstunde. Sie konzentrierten sich auf Christus und die Heilige Schrift, nicht auf die Kirche. In ihrem Wortschatz gab es kein Wort für Prediger, sondern nur für Bruder. Die deutschen Geschwister gingen mit ihrer Gottsuche, ihrem Wunsch, das Wort Gottes kennenzulernen, Hand in Hand. Dabei riskierten sie, alle ihre Privilegien zu verlieren. Und so erging es einigen von ihnen. Der Mennonitenbruder Wheeler zum Beispiel starb in Armut, nachdem er alles für die Bekehrung und Durchführung der Missionsarbeit für die gläubigen Bauern gegeben hatte. Doch die Hauptsache war die geistliche Suche der Bauern selbst, ihr Wunsch, Gott kennenzulernen. Wie wir wissen, wuchsen die Strundi-Kreise oder Bibelstudiengruppen, also Strunder muss das hier heißen, Stunder, ne? Kreise oder Bibelstudiengruppen, wie wir sie heute nennen, und breiteten sich aus. Beginnend in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts mit kleinen Strömen in den Dörfern des Kreises Osnova-Odessa, Karlivka und Ljomberka, Jelizavetgrad, hat die evangelikale Bewegung die 70er Jahre in Kiew erreicht. Und es gab Dörfer, in denen keine einzige Orthodoxe mehr lebte. Alle konvertierten zum Stundismus. Die Bekehrung zum Stundismus war gar nicht das Ziel der ukrainischen Stundistengemeinde. Sie hielten ihre Versammlung nach dem Gottesdienst ab und taten dies auf eigene Faust, ohne Anleitung der deutschen Kolonisten. Sie lasen die Fassung des Neuen Testaments der Synode, beteten und sangen Lieder aus der Textsammlung, ein Angebot an die orthodoxen Christen. Aber sie wurden weiterhin als Stunder bezeichnet. Schikanen und Beleidigungen durch Priester begannen. Die Diener der orthodoxen Kirche begannen, die sogenannte Welt gegen sie aufzubringen, indem sie Hass schürten und alle möglichen Lügen über sie verbreiteten. Einer der Stundisten reagierte auf diese Unterdrückung mit den Worten, ich würde lieber mein Leben lassen, als die Auslegung des Wortes Gottes aufzugeben. Und die Stundisten hörten auf, in die Kirche zu gehen, Ikonen zu verehren, also Götzen, und Rituale zu vollziehen, also nach Traditionen zu leben. Es war folgendermaßen, die Bauern nahmen ihre Ikonen ab und stellten sie vor dem Haus des Priesters auf, und auf seine Verärgerung hin antworteten sie, »Es ist nicht erlaubt, Vater, Ikonen zu verehren.« »Wer sagt denn, dass man das nicht darf?« »Gott hat es nicht befohlen.« Als einer der anwesenden Intellektuellen die Bauern fragte, warum sie die Ikonen abnehmen, erhielt er die sanftmütige, aber äußerst tiefgründige Antwort, übrigens Kapitel 15 der Sprüche, mit der Antwort, mal kurz durchlesen, er sagt, Verwirrung, Herr, kommt davon. Sie wollten sich von ganzem Herzen jenem Gott hingeben, der sich ihnen aus den Seiten der Heiligen Schrift offenbart hatte, und ihre neu gefundene Liebe nicht mit alten Bräuchen und Glaubensvorstellungen, und ich füge hinzu, Aberglauben teilen. Welch eine Hingabe ist das! Und die Stundisten hörten auf, in die Kirche zu gehen, Ikonen zu verehren und Rituale zu vollziehen. Es war folgendermaßen. Die Bauern nahmen ihre Ikonen ab und stellten sie vor dem Haus des... Das hatten wir gerade schon mal gesagt. Ich glaube, das hat man schon, das habe ich hier doppelt reingefügt. Sorry. Ja, gut, das kann mir passieren, das lege ich auch jetzt. Wir haben persönliche Zeugnisse von den ersten Bekehrungen.
Der Bauer Otschnitschenko aus dem Dorf Osnova bei Mikolajew hatte viele Jahre lang eine tiefe geistliche Erfahrung. Er sagte über sich selbst, ich war früher wie ein Schwein. Schlimmer noch als das Vieh, denn das Vieh tut, was es tun soll. Ich war böse. Eines Tages betete ich. Ich betete auf dem Feld. Ich schrie, Herr, mach mich recht, mach mich recht. Ich weiß nicht, was es war. Ich hab's nicht gesehen. Ich zog einfach meine Kleider aus. Es war leicht für mich. Ich war frei und kannte Gott. Dies geschah ihm im Jahr 1858. Sein eifrigster Anhänger war Michael Ratnuschi, ein Nachbar, und bald bildete sich die erste Gemeinschaft ukrainischer Stundisten. Im Dorf Lubomirka, in der Nähe von Elisabethgrad, war der erste Bekehrte Ivan Raboschka, später ein bekannter baptistischer Missionar. Er war damals 1860 Müller und wurde oft gesehen, wie er mit einer Bibel in der Hand an der Tür der Mühle saß oder das Evangelium las. Im Alter von 30 Jahren brachte er sich selbst das Lesen und Schreiben der russischen Sprache bei und verstand sogar, was im Evangelium auf Deutsch geschrieben stand. Eines Tages las er das 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. In diesem Kapitel heißt es, dass wer bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dass der himmlische Vater denen, die ihn bitten, Gutes geben wird. Es gibt auch eine Beschreibung des breiten und des schmalen Weges. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige finden ihn. Und die Geschichte vom Haus auf dem Felsen und dem Haus auf dem Sand. Und es regnete und die Ströme fluteten und die Winde wehten und stießen an das Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Unser lieber Bruder Ivan Riaboschapka las all diese Worte langsam und nachdenklich. Und plötzlich verspürte er zum ersten Mal in seinem Leben den starken Wunsch, zu Gott zu beten. Er kniete genau dort auf den Stufen der Mühle nieder, wandte sich an den lebendigen, allmächtigen Gott und bat ihn um Vergebung all seiner Sünden. Später erzählte er es so. Mit Freude rief ich in der Mühle, ich lobte Gott. In derselben Mühle begannen die ersten Treffen der Bauern aus Karlovka und Lubomirka, bis sie die berühmte Klunja, die Scheune, umzogen, die ihr erstes Gebetshaus wurde. Nun muss ich mal kurz einhalten zu einer kleinen Erklärung hierbei. Wir kennen ja sicher die sogenannte evangelikale und charismatische Bewegung, dass Leute sagen, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen und dies und das und jenes und süß und so, alles totaler Quatsch. So wie es hier steht, ist es genau. Durch das Lesen des Wortes Gottes kommt der Heilige Geist und führt uns in alle Wahrheit. Das ist dem Mann passiert. Er hat die Bibel gelesen, er hat die Sprüche in der Bibel in Matthäus 7 gelesen und auf einmal... Plötzlich spürt er zum ersten Mal in seinem Leben den starken Wunsch, zu Gott zu beten. Der Glaube kommt durch das Lesen des Wortes. Er steht so geschrieben, meine Lieben. Und hier haben wir ein Zeugnis von jemandem, der genau das mitgemacht hat. Ergebnis, er kniete genau dort auf den Stufen der Mühle nieder, wandte sich an den lebendigen, allmächtigen Gott und bat um Vergebung all seiner Sünden. Wunderbar. Wenn ich das hier lese, da kommen mir nur noch die Tränen in die Augen. Sehr schön. All diese Fragen der evangelischen Erweckung im Süden der Ukraine werden in dem kürzlich erschienenen Buch von Savinsky, History of Russian-Ukrainian Baptism, also Geschichte des russisch-ukrainischen Baptismus, Odessa Theological Seminar von 1995, ausführlich untersucht und behandelt. Darin wird auch eine sehr wichtige Tatsache festgehalten. Den ukrainischen Bauern haben nicht den Die ukrainischen Bauern haben nicht den deutschen Glauben angenommen. Keiner von ihnen wurde lutherisch, reformiert oder mennonitisch. Sie wurden von einer evangelischen Erweckung berührt, die unter den deutschen Kolonisten begann. Das heißt, der Geist Gottes berührte sie durch die deutschen Kolonisten. Und dann begannen sie ihre eigenen Treffen, Gemeinden und Bibelstudiengruppen zu gründen. Das hohe sittliche Leben der Stundisten, ihr ständiges geistliches Feuer, ihr Ertragen von Verfolgungen übten eine große Anziehungskraft auf diejenigen aus,
die ihr religiöses Empfinden und Denken noch nicht aufgegeben hatten, und sie zogen die Orthodoxen unwiderstehlich an. Angesichts der schrecklichen religiösen Unwissenheit und des Aberglaubens, die im Volk herrschten, müssen die Stundisten als ein Wunder der Barmherzigkeit Gottes betrachtet werden. Dieses Wunder ereignete sich in den 60er Jahren des jetzt vorletzten Jahrhunderts, als die Leibeigenschaft fiel und es genügend russische Übersetzungen des Evangeliums gab. Gott selbst öffnete die Tür für die Evangelisation Russlands. Und dem ging eine lange Vorbereitung voraus. Die Erweckung des Evangeliums fand an Orten statt, an denen Dukhoboren und Molokaner, Mennoniten, Lutheraner und Reformierte schon lange ansässig waren. Es gibt Hinweise darauf, dass sich viele Altgläubige den stundistischen Brüdern anschlossen. Die evangelikale Bewegung ist eine Erweckungsbewegung mit dem Wunsch, das ursprüngliche Christentum mit seinen Zusammenkünften zum Gebet und Bibelstudium wiederherzustellen. Und das war nicht in irgendeinem Winkel der Erde, von dem wir jetzt sprechen, nicht unter den ukrainischen Bauern allein, sondern eine evangelische Erweckung erfasste die deutschen Kolonisten und alle Schichten in Russland, in der Ukraine, im Kaukasus, in Tavrien, in St. Petersburg und dann in Zentralrussland. Es war eine weltweite Bewegung des Geistes, in Europa, in Amerika. Der Geist atmet, wo er will. Der Stundismus ist das letzte Kapitel in der Geschichte der tausendjährigen, gottesfürchtigen Bewegung und das erste Kapitel in der Geschichte der modernen evangelisch-baptistischen Bewegung, die die frohe Botschaft von der Erlösung durch den Glauben und die Wiedergeburt, die Gewissheit des ewigen Heils und dessen Unveränderlichkeit, die persönliche Erkenntnis ihres Erlösers und die Gemeinde der erlösten Kinder Gottes mit sich bringt, die die Herrlichkeit Gottes in Freude und Liebe widerspiegelt, die seine Wahrheit bezeugt und seinen Namen allen Menschen offenbart. Das Licht des Evangeliums drang nur unter großen Schwierigkeiten in unser Land ein. Und wie es dazu kam, dass im 19. Jahrhundert die Schranken für das Evangelium niedergerissen wurden und die Auferstehung Russlands und sein großes geistliches Erwachen begann, ist ein Thema für einen eigenen Artikel. Abschließend werden wir darüber sprechen, was unsere Brüder, geistliche Christen, glaubten und wie das Licht der Wahrheit allmählich in unser Land eindrang. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Boah, es war eine Freude, dir zuzuhören jetzt gerade, wirklich. Also, ja, vielen lieben Dank, mein lieber Bruder, um das zusammenzutragen und mir ein völlig neues Gebiet des wahren Bibelglaubens zu eröffnen im Osten von Europa, wo ich mir nicht so bewusst von war. Ich wusste immer und habe es auch in meinen Kommentaren mit eingeschlossen, dass es bei der Verfolgung der Serben 1941 bis 1945 nicht nur um orthodoxe, also griechisch-orthodoxe Serben ging, sondern auch Protestanten, also wahre bibelgläubige Christen und Juden nebenbei. Aber dass das natürlich ein paar Kilometer weiter in Richtung Ukraine solche Wurzeln hat, war mir noch gar nicht bewusst. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Gott seine Kinder überall hat. Und das war ein wunderbar bewegendes Zeugnis, das unglaublich mir Freude bereitet hat zu lesen. Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer und Zuschauer davon genossen haben. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir sie ansetzen können, wirklich nicht nur das als leeren Spruch zu nehmen, sondern wirklich ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Und du hast gerade mit dieser Nachforschung, dass du diese Stundisten hier heute ans Tageslicht für uns gebracht hast, bewiesen, Gerald, wie wichtig eigenes Studium ist und wie, ja, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber doch mit der Hilfe des Heiligen Geistes es möglich ist, selbst Dinge aus einer Sprache zu finden und ins Deutsche zu übersetzen, die man überhaupt nicht kennt, weil du bist des Russischen nicht mächtig. Absolut. Und von daher
Ich meine, gut, wir würden natürlich gerne, also ich würde die nächsten 3 Stunden noch gerne weitermachen, aber ich muss in einer Stunde schlafen gehen, weil ich morgen früh arbeiten muss. Und es ist schon spät, wir sind auf den Freitagabend hier zusammengekommen, aber das ist eben der Sabbat. Und was gibt es Schöneres, als am Sabbat zusammenzukommen, wenn die Sonne untergegangen ist und jetzt in diesem Fall nicht das Wort Gottes zu lernen, aber doch über die Verbreitung des Wortes Gottes auch in anderen Teilen der Welt mal ein Zeugnis gelesen zu haben. Das hat mich sehr mit Freude erfüllt und ich möchte ganz herzlich dafür danken, dass du das mir möglich gemacht hast, auf die Art und Weise hier zu lesen, Gerald. Und damit bin ich am Ende meines Beitrages für diese Sendung. Ich möchte euch beiden natürlich gerne noch die Schlussworte für diese Sendung überlassen. Bevor der Marius dann sein wunderbares Schlusswort wahrscheinlich wieder findet. Jörg, es war mir eine Freude, es war mir wirklich auch eine Freude und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht auch unglaublich Freude, diese Dinge da ans Licht zu bringen. Es ist wirklich mit jedem Punkt, den man da weitergeht, zieht es einen rein und es war mir wirklich als ich diesen Text gefunden hatte, den dann zu übersetzen, dann ein bisschen zu überlegen, wie ist die Stimmung, wie wird das formuliert, wie ist das Ganze aufgebaut. Es ging einfach wunderbar von der Hand. Es war mir eine richtige Freude, diesen Text zu übersetzen. Jörg, also insofern wunderbar, wenn es dir eine Freude gemacht hat. Mir hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht. Ja, und Freude gemacht. Ja, Marius, und jetzt wirklich sagen, darfst du gerne dein Schlusswort sagen. Ja, es war sehr interessant. War mir auch nicht bewusst, was da alles im Osten stattgefunden hat. Man sieht jetzt, wenn sich Menschen den wahren Glauben zuwenden, wie das in Deutschland, damals in England passiert ist und wie wir jetzt erfahren haben, dann auch in den Ostgebieten von Europa, überall, wo der wahre Glaube Einkehr hält, dass dann ein Fortschritt gibt bei der Arbeit. Zum Beispiel Landwirtschaft, also in Sachen, die wichtig sind, die Menschen ernährt und die Menschen auch nicht ohne können. Ein Fortschritt in unwichtigen oder schlechten Dingen, den gibt es dort, wo das Wort Gottes, denke ich mir, nicht Einzug hält. Das Gegenteil von so einem Fortschritt, wenn man jetzt schaut, es gibt oder kursieren im Netz Videos, wie zum Beispiel da in den Großstädten der USA da Straßen gibt, wo die narkotisierten Menschen wie Zombies rumhängen. Das ist auch nichts Neues, auch wenn das jetzt den weiten Westen befallen hat. Das haben die auch schon in China versucht mit diesen Opiumkriegen und so weiter. Oder was wir auch in dieser Lesung erfahren haben und was viele, denke ich mir, wissen, dass dann im Osten, vor allem Russland und so, der Alkoholismus so nachgehangen wird. Ja, aber solange es halt nicht der wahre Glauben gefunden wird, dann gibt es solche Sachen, dann gibt es Leute, die sowas fördern und dann gibt es auch Leute, die auf sowas hereinfallen. Ja, das Beispiel, Marius, da muss ich dich mal kurz unterbrechen. Ich habe ja von diesem Beispiel gelesen, wo da drin stand, auf einmal hörten sie auf mit ihrem Trinkgelage und setzten sich hin und haben die Bibel gelesen. Das klingt jetzt für einige Leute vielleicht unglaublich. Ich kann euch mal ganz ehrlich sagen, das ist einfach ein Zeichen der Wiedergeburt. Wenn man das Wort Gottes entdeckt hat und man sein Leben damit auf einmal verändert. Und ich will jetzt nicht schon wieder von mir reden, aber ich bin ein wandelndes Beispiel genau für solche Dinge. Weil mein Lebenswandel hat sich auch grundlegend geändert in den letzten Jahren, seit ich Christ bin. Und nicht, dass ich irgendwie was misse, was ich früher gemacht habe. Aber Trinkgelage? Ich? Früher ja. Heute? Nee. Kann mich damit selbst identifizieren. Das ist das Schöne, wenn man aus eigener Erfahrung dann auch noch mitsprechen kann. Man liest sowas als Zeugnis von anderen und man weiß, weil man A, andere Zeugnisse bereits schon kennt und man B, das teilweise selbst mitgemacht hat, dass das wirklich ist, wie Gott arbeitet in einem. Bitte, Marius, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Jetzt denken viele, Drogen und Alkoholismus oder irgendwie sowas. Ja, sowas verfahre ich doch nicht. Ja, was ist mit irgendwelchen Pilgerfahrten nach Lourdes oder Pilgerfahrten zum Disneyland oder irgendwelchen sonstigen Vergnügen, die so einen unschönen Namen tragen wie Entertainment?
Das sind ja die Drogen leid oder alle Sachen, die dann halt von wichtigen Sachen wie dem Bibellesen und dem Fortschritt in wichtigen Dingen wie in Landwirtschaft dann auch einen abhalten. Also es sind nicht nur die harten Drogen wie Opium oder irgendwie solche Sachen, aber auch das, was dann sonst alles in der modernen Welt auf einen lauert. Das dazu, jetzt kam da auch in der Lesung ein Denunziantentum, wo dann die Leute als in die Falle gelockt wurden, ja, erstmal sich erkenntlich zeigen und dann zuschlagen. Ja, ist eigentlich nicht, ist gar nicht lustig. Und es gibt das in allen Ausprägungen. Man kann das natürlich nicht vergleichen mit solchen Situationen, wo da ihr Menschen ihr Leben ließen. Aber schau mal in Chat, in den neuesten Beitrag da. Geht das dann auch nicht in diese Richtung? Melden. Also Leute, die nicht nach der Pfeife der Behörden tanzen, ja, die soll man melden. Ach, na gut, auch alles unschöne Sachen wie Drogen und irgendwelche Meldeportale beschließen wir wieder mit einem Wort Gottes zum Schluss aus dem Kolosser 3,16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in alle Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Maranatha.